Wie kann ich mein Zelt beheizen? Hallo, hier ist der Ralf von Jütland. Kommt schon rein, draußen regnet es. Das ist genau der richtige Moment, um sich hier ans Lagerfeuer zu setzen und ein bisschen darüber nachzudenken, wie ich meine Jürde oder generell mein Zelt auch beheizen kann, insbesondere jetzt im Winter, in der kalten Jahreszeit. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste seht ihr hier. Ich habe ein Lagerfeuer in der Jürde. Das kann ich von der Größe her entsprechend so anpassen, dass ich verschiedene große Zelte beheizen kann, immer mit dem Nachteil, dass ich halt einfach Rauch und Dreck im Zelt habe. Insbesondere bei kleineren Zelten stellt sich die Frage, wie praktikabel ist das dann mit dem Feuer? Oder wäre nicht ein Zeltofen die bessere Lösung? Und da kommen jetzt einfach um diese Zeit rum immer wieder Fragen auf uns zu. Also ihr seid es, die euch draußen Gedanken macht, wie kann ich mein Zelt mit einem Zeltofen beheizen? Da haben wir euch schon viele verschiedene Dinge auch vorgestellt. Wir haben den Tetramax Loki, wir haben den Segler Zeltofen, wir haben von Tim Tippi der Ofen und von Helsport. Da muss man vorneweg sagen, all diese Öfen sind von der Leistung her für Zelte, ich sage jetzt mal in der Größe 4 bis 5 Meter Durchmesser designt. Also in unserem Fall wäre diese Öfe geeignet, um eine Kohle oder eine Wanderkohle zu beheizen. Eine Rainbow-Kohle hat noch die richtige Größe. Oder auch die Labus von Helsport bzw. die Tentibi-Zelte. Ich sage jetzt mal bis zu der Größe 9, also 5, 7, 9. Dafür sind diese kleinen Zeltöfe geeignet. Will ich eine Jürde hier, und da haben wir jetzt 5 Meter Durchmesser, 1,65 Meter Seitehöhe und ein relativ steiles Dach mit sehr viel Luft, will ich das beheizen, dann komme ich mit dieser kleinen Zeltöfe tatsächlich schon an die Grenze. Also, ich sage es mal, ein bisschen abhängig davon, welche Außentemperaturen wir hier haben. In unserer Breite, sage ich mal, eher 0 Grad. Wenn ich dann wirklich mal im Winter im Schnee rausgehe, kann ich auch mal minus 10 Grad haben. Das sind so die realistische Temperaturen. Da könnte vielleicht so ein Loki oder so ein Segler diese Jürde noch auf Temperatur bringen. Aber ich wage es schon zu bezweifeln, weil einfach zu viel Luft in der Jürde drin ist. Und ich im Zelt auch immer in gewisser Luftdurchsatz habe. Das heißt, ich habe keinen hermetisch abriegelnden Raum, der irgendwie isoliert wäre, sondern ich habe einfach genug Undichtigkeit hier in der Jürde sowieso mit dem großen Rauchloch, wo mir die Wärme letztendlich rausgeht. Also von daher würde ich sagen, die Zeltöfe, die wir hier haben, sind Frühjahr und Herbst als Zusatzheizung in der Jürde gut machbar, in der 5er Jürde. Wenn es kälter wird, dann bin ich mit dieser Öfe tatsächlich an der Leistungsgrenze. Für eine Kohle hingegen oder für eine Wanderkohle, die einfach durch ihre pyramideförmige Zeltform oder wie gesagt auch die Helsportlabos und die Tentipis mit ihrer tipiförmigen Bauform, da habe ich den Vorteil, dass ich wenig Luft zu beheizen habe, dass diese Zelte auch in aller Regel gut abziehdichter sind und ich dadurch mit dem kleinen Ofen sehr gut zurechtkomme. Also da würde ich jetzt sagen, ist so ein Loki als der kleinste unserer Zeltöfe tatsächlich auch ideal, um damit bei widrigem Wetter und tiefer Temperatur das Zelt tatsächlich auf angenehme Temperatur zu bringen. Ja, so viel zu der Größeordnung. Vielleicht ganz kurz noch zu einer 6 Meter Jürde oder einer 8 Meter Jürde, weil das sind auch die Fragen, die dann auf uns zukommen. Kann ich mit dieser Öfe eine 8 Meter Jürde beheizen? Sage ich ganz klar, nein, das funktioniert nicht. Ich kann den in die Jürde reinstellen und kann darauf kochen und kann
mit zwei, drei Leuten sicherlich mir die Wärme abgreife, die so ein Ofen hat. Aber der Rest der Jurte irgendwie warm zu kriegen, ist damit nicht möglich. Will ich solch große Zelte mit einem Zeltofen beheizen, dann muss ich mir echt Gedanken machen, ob ich so eine Art Bullerjan oder Omas alter Herd oder was es auch immer so an Öfen gibt, da reinstellen kann. Und selbst da wage ich zu bezweifeln, dass ich eine mollige Wärme reinkriege. Also ich werde auch mit einem großen Ofen das Zelt wärmer kriegen, als es draußen ist. Aber so richtig schnuckelig, das sei mal dahingestellt. Da würde ich immer dazu raten, wenn ihr eine 8 Meter Jurte habt, da habt ihr genug Platz, da habt ihr genug Raum nach oben. Macht euch ein schönes Feuer in der Jurte. Da kann man sich rumsetzen, das kann man genießen. Und das habe ich auch im Griff mit der Wärme dann. Aber zurück zum Zeltofen in der Kode. Ich denke, was hier das Wichtigste erstmal ist, ist tatsächlich sich Gedanken darüber zu machen, wie kommt das Rauchrohr oben raus. Weil wenn ich so einen kleinen Ofen anfeuere, dann habe ich einfach Abgastemperatur, sagen wir mal 300 Grad, wenn der richtig durchzündet und so heiß wird auch das Ofenrohr. Und das kommt dann schon nah an die Entflammtemperatur von der Baumwolle ran. Vom Kunststoff ganz zu schweigen, wenn ich jetzt so ein Hellsportzelt habe. Da ist es immer wichtig, dass ich mir Gedanken darüber mache, an welcher Stelle gehe ich durch den Stoff durch. Und wie löse ich das, dass der Stoff nicht ans heiße Ofenrohr kommt. Ideal dazu sind doppelte Ofenrohre. Das heißt, ich habe das eigentliche Rauchrohr in der Mitte und habe dann außenrum nochmal ein Ofenrohr. Dazwischen ist Luft über einfache Stege verbunden. Oder beim Loki zum Beispiel ist das Ofenrohr mit spiralförmigen Lamellen umgeben, die einfach den Stoff auf Abstand halte. Das sind nur 2-3 cm, aber die sind ausreichend, dass der Stoff weit genug von dem Ofenrohr weg ist. Wichtig ist auch, gerade wenn ich jetzt mit einer Jurte oder mit einer Kode arbeite, dass auch die Hölzer weit genug weg sind. Weil auch ein Holz, das direkt am Ofenrohr anliegt, wird anfangen zu glühen und kann dann einen Brand verursachen. Also wichtig ist Abstand zum Ofenrohr. Auch muss man dabei bedenken, also wenn ich diese doppelte Ofenrohre habe, ich habe meine Stoffpacken außenrum, ich habe einfach einen Spalt, der ist da und da wird es mir auch, gerade wenn es jetzt hier so regnet, wird es mir durch diesen Spalt jetzt mir reinregnen, es wird mir auf den Ofen regnen. Das ist aber nicht allzu schlimm, weil ich habe ein Feuer, ich habe ein warmes Ofenrohr, was da an Feuchtigkeit runterkommt, das verdampft auch und geht auch wieder oben raus. Mit dieser Undichtigkeit muss ich einfach leben. Ich kann mir auch über isolierte Packungen Gedanken machen, aber das ist schon wieder schwieriger, weil da braucht es die richtige Materialien, um die Isolierung zu machen. Für uns als Laie ist Luft als Isolator in diese Doppelrohre immer das Beste. Wer da sich Gedanken darüber macht, was eigenes zu konstruieren, sollte zum Kaminbauer gehen und sich dort die richtige Steinwolle auch hole, mit der man solche Isolierungen machen kann. Weil was ihr im Baumarkt kriegt an Isolierpackungen, das ist alles mit Kleber versetzt. Das ist schön und gut für irgendwelche Lüftungsrohre zu verpacken. Aber das Zeug schmilzt euch alles davon, wenn ihr das an so einem heißen Ofenrohr verwendet. Weil da kommen einfach Temperaturen zustande, diese Packungen einfach nicht. Und der Kaminfeger kann euch Material geben, was bis 1000 Grad hält. Damit kann ich dann konstruieren. Die zweite Variante, anstatt gedoppelte Ofenrohre zu nehmen, sind entsprechende Manschette, die man direkt ins Zelt einbauen kann. Zum Beispiel, wenn ich ein normales, Alex haben wir früher dazu gesagt, also bei Tortuga heißen die Zelte jetzt Missouri, Ohio, Rio Grande, das sind Schwitzzelte, die geschlossen sind und erstmal keinen Rauchabzug haben. Dafür gibt es spezielle Manschette, die ich in die Zeltplane einbauen kann. Das sind hochtemperaturbeständige Silikonmanschette. Auch da wird das Ofenrohr auf Abstand gehalten zu der Zeltplane. Ich muss allerdings die Zeltplane zerschneiden, um mir diese Manschette dann auch einbauen zu können. Also das sind die Variante, um das Ofenrohr rauszukriegen. Das ist das, was mir das wichtigste Anliegen ist, wenn ihr einen Zeltofen verwendet. Passt einfach auf, dass
die Baumwolle nicht zu nah ans Ofen kommt. Ansonsten würde ich sagen, ist ein Zeltofen gut geeignet, um mit einem kleinen Zelt mit wenig Personen auch gut kochen zu können, weil die meisten Zeltöfen haben eine plane Auflage oder ich kann sogar noch das Feuerloch aufmachen, dass ich drauf kochen kann und so kann ich mir das relativ gemütlich einrichten. Schwieriger wiederum ist so zu beurteilen, wo ist denn heiß im Zelt. Wenn ich hier ein Feuer im Zelt habe, dann weiß auch ein Kind, dass ich da einfach aufpassen muss. Ich sehe die Flamme, ich sehe, wo es heiß ist. Ich weiß, dass hier die Steine heiß sind. Das kann ich auch wahrnehmen, wenn ich wenig Erfahrung habe. Bei einem Zeltofen, dem sehe ich erstmal die Hitze nicht an. Und da habe ich halt heißes Metall, manchmal oft glühend. Ich streife vorbei mit einem Anorak aus Kunststoff oder schon irgendwas, da kann ich viel kaputt machen. Also da ist auch einfach ein bisschen Übung und Lerneffekt nötig, um mit solchen Zeltöfen auch umgehen zu können. Ja, wenn ihr Details über die einzelnen Zeltöfen erfahren wollt, wie den Petromax Loki oder den Segler-Zeltofen, der Helsport oder der Tentipi, wir haben zu all diese Öfen haben wir auch eigene Videos, die verlinke ich euch in der Playlist. Da könnt ihr auch euch diese Öfen im Detail angucken. Ansonsten würde ich einfach raten, wenn ihr mit größeren Zelten unterwegs seid, wenn ihr Jotte, überlegt euch, ob ihr nicht lieber auf ein Feuer zurückgreift, anstatt euch Gedanken über den Ofen zu machen, der es nachher nicht schafft, richtig warm zu machen. Vielleicht als Kompromiss käme noch in Frage eine Feuertonne zu verwenden, das heißt so eine Mischung aus Lagerfeuer und Ofen, aber ohne Ofenrohr, wo ich quasi nur einen Kamineffekt hier im Bereich des Feuers erzeuge. Das kann gut funktionieren, wenn das richtig dimensioniert ist. Da werden wir vielleicht an anderer Stelle einfach nochmal darüber berichten, wie man sowas konstruieren kann. Ansonsten freue ich mich über eure Frage. Platziert uns die unten in den Kommentaren. Wir sind gern bereit, unser Wissen, was diese verschiedenen Befeuerungsmöglichkeiten in der Jotte oder auch in kleinen Zelten angeht, mit euch zu teilen. Lerne selber gern dazu, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr einfach nochmal uns Rückmeldung gebt, wie habt ihr denn eine große Jotte beheizt, wie habt ihr es da richtig warm gelegt, vor allem über welche Temperaturen. Wie gesagt, tretet in die Kommunikation mit uns über die Kommentare oder auf alle anderen Wege, die Jotteland euch so bietet. Für heute bleibt mir nur, mir einen Daumen hoch zu wünschen für dieses Video. Abonniert unseren Kanal, dann seid ihr immer informiert, was bei Jotteland so geht. Und bis dahin, tschüss, euer Ralf von Jotteland.